Wir haben also den General François in der Mitte, der gleich erschossen wird. Das blutige Gemetzel, was sich auf der Spischerer Höhe abgespielt hat, mit Hunderten von Sterbenden, schwer verletzt, das macht natürlich Herr von Werner, kann er nicht malen. Und insoweit gehört er in die Legion der Kriegspropagandisten. Das Ganze ist eine Rieseninszenierung auf den Kosten von Frankreich. Das sind rein deutsche Bilder. Man möchte dauernd in so einem Hochgefühl verweilen. Und trotzdem ist es völlig okay, dass hier im Saarland dieser Zyklus restauriert wird, weil er etwas mit der saarländischen Identität zu tun hat. Wir waren damals Preußen. Aber für nicht einen unwichtigen Teil der Protagonisten, die versuchen, diese Projekte durchzusetzen, geht es sehr stark darum, an das vordemokratische Deutschland anzuschließen. Also sozusagen die preußischen Werte, also wo man sagt, das ist unser Ursprung, das ist eigentlich das Wesen des Deutschseins und deswegen brauchen wir diese Bauten. Das Schlimmste, was das Saarland immer hatte, ist die deutsche Identität hier in diesem Land. In diesen Symbolen Berliner Stadtschloss, Garnisonskirche, Bilder von Anton von Werner symbolisiert sich all das, was in Deutschland gerade passiert. Naja, es ist ja ein Unterschied, ob man jemanden aus dem Keller holt oder ob man jemanden in den Keller stellt.